Stefanie Hertel, bitteres Aus nach 10 Jahren, und sie ist schuld. Wegen Stefanie Hertel muss jetzt eine Kollegin gehen. Was ist nur mit unserer Steffi los? Das ist ein vorweihnachtlicher Schock. Moderatorin Sonja Weißensteiner, 42, verliert ihre Musiksendung Zauberhafte Weihnacht, ein Rauswurf ausgerechnet kurz vor dem 10-jährigen Jubiläum. Das tut weh. Und was die gebürtige Südtirolerin noch mehr schmerzt, sie wird eiskalt durch eine andere Blondine ersetzt. Ihre Nachfolgerin wird Stefanie Hertel, 44. Kriegt Stefanie nochmal die Kurve? Die Zauberhafte Weihnacht war für mich ein Herzensprojekt. Auch wenn mein Herz ein bisschen blutet und ich Ciao sagen muss, bedanke ich mich bei euch da draußen, schreibt Sonja in einem emotionalen Abschiedsbrief, in dem sie aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl macht. Aber wo sich eine Tür schließt, öffnet sich vielleicht irgendwo eine andere. Hintergrund für den Wechsel der Moderatorin soll die neue Kooperation des österreichischen Fernsehens mit dem MDR sein. Und Stefanie Hertel ist nun mal das Gesicht des Mitteldeutschen Rundfunks. Jetzt ist von Stefanie Fingerspitzengefühl gefragt, damit aus der Freundschaft mit Sonja Weißensteiner keine Feinde.